Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich zockt das Murmeltier. Heute Splatoon. Und ich habe wieder ein paar Themen zum Labern und ein lostes Internet mitgebracht. Punkt 1 der Tagesordnung. Man kann es lesen, ne? Ja. Ne, es geht nämlich um Internet. 2000 Jahre später. Un momento. Ah, da sind wir wieder. Ich habe den Ausraster-Controller wieder geholt. Der hat gerade ein Blöckchen mit der Wand gehabt. Ich hoffe, es sieht so hochqualitativ aus. Also, oh Gott, nein. Leute, ein großes Thema ist, warum das Fortnite-View gestern nicht kam. Ja, und das hat mit dem anderen Thema zu tun. Und zwar, dass wir... Ja, genau. Ich denke auch. Du Arsch. Dass wir eine freie Woche haben. Nächste Woche. Ich weiß nicht. Denn der hatte die schon ausgesessen, was ich auch richtig kacke finde. Ach nee, come on. Nur einen. Jos hatte die schon ausgesessen. Nein. Ja moin, der Balltyp. Jos hat sie schon ausgesessen die Woche. Und deshalb. Naja. Hat er Zeit. Das Problem ist ein Klassenspiel. Und kann seine Mutter verklickern, dass er länger proben muss und kann deshalb doch noch zu mir kommen, wo wir gleich zum nächsten Thema kommen, den Fortnite-Video. Das ist nämlich so ein Fail gewesen. Wir hatten eigentlich aufgenommen, ne? Also nicht das typische Jos konnte nicht kommen, nein, er konnte kommen, wir haben aufgenommen, ne? Und ich kann nicht treffen. Ja, genau. Wir hatten aufgenommen und ich habe einfach vergessen, ja, auf Aufnahme starten zu drücken und mein Facecam, mein Kopf verschwindet, Alter. Nee, come on. Ah, Double Hit. Na, komm an. Und... Ja, peinlich irgendwie, dass man vergessen hat. Auf jeden Fall ging es in dieser Aufnahme um diese Game Gun, die ich da stehen habe, die manche vielleicht schon mal gesehen haben. Was zum Fick? Oh, ich sehe das jetzt nicht, ne? Danke, scheiß Elgato, das darf ich jetzt sicher wieder rauscutten, ne? Sorry schon mal dafür, Zukunfts-Ich. Naja, ich entschuldige mich gerade bei mir selbst. Naja, zum Livestream, auch nächste Woche halt, er wird kommen, weil er halt mehr Zeit hat und das bedeutet, es werden auch mehr Zeit in Fortnite-Videos wissen, da habe ich schon ein paar Ideen für. Aber am Freitag, da haben wir wieder Fridays for Futuring und da können wir... Kommt und aufnehmen, das bedeutet, es wird höchstwahrscheinlich am Freitag ein Video kommen. Ja, mach ich eine Nachtschicht rein, dann kommt es irgendwann Freitag Nacht, Alter. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, Livestream. Jos, ich wollte ja bald Livestream. Ich meinte ja entweder diese oder übernächste Woche. Wochenende mache ich das. Und wenn, dann würde ich es halt wieder übernächste Wochenende machen, weil die freie Woche halt viel chilliger ist und du halt viel mehr Zeit hast und Freiraum, was vorzubereiten und so. Das habe ich gesehen. Ah ja, der campt da anscheinend auf der Treppe. Lol, wie habe ich den denn gehittet? Ich traue dem Schinken nicht. Nochmal ein Dreier. Ist er. Und zwar Livestream. Da müssen wir ein paar Tests durchführen und so. Und da kommen gleich zum nächsten. Diesen Donnerstag ist in Fortnite eine neue Season. Und ja moin, Alter, mal drei Leute markiert. Okay, die. Ich sehe, dass du da bist. Ja, noch ein markiert. Ja. Danke sehr. Und zwar die neue Season. Da werden wir zwar erst, wie gesagt, am Freitag zu einem Video machen können, aber... Noch markiert. Digga, Killhilfen zählen auch als Kill, ne? Das ist auch das Nice an denen. Auch wenn sie sich nicht so gut anfühlen wie Kills, aber trotzdem zählen sie als Kill. Und das ist... Der Gedanke zählt, das ist die Hauptsache.
So, noch eine Ulti wäre gut. Haben noch ein Thema. Ah ja, ich warte momentan auf einen netten 3D-Drucker. Wenn wir schon gerade bei 3 sind, ne? Na moin, noch ein Kirchen. Ein Säschchen. Ich warte auf einen 3D-Drucker. Und dafür, da bin ich ja momentan schon bei 100 Euro. Also was es insgesamt kosten wird, weiß ich sicher nicht. Aber, es liegt sicher so zwischen 400 oder 500 Euro. Und das wird sicher ganz nice sein. Also ich habe schon eine Menge geile Ideen und Kills, was ich da machen kann. Leute, ist gedisconnected. Da muss auch ganz dringend los. So. Komm, einmal Ultis wieder zusammenkriegen. Geht doch. Ja, da ist nur einer, wird mich verarschen. Komm, die 1000 Punkte, Leute, die 1000 Punkte. Ja, schön, wenn wir die noch schaffen würden, ne? Komm. Digga, das kann's nicht sein. Ja, nein, nein, wie viel war's jetzt? Wie viel hat gefehlt? 2 Punkte. Das ist mein Leben überdenken. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ja, Leute, jetzt gehen wir in den Rangkampf in der letzten Runde. Und ich habe noch mal eine Frage an euch, ne? Ich versuche ja schon fast jeden Tag ein Video auf dem Kanal rauszubringen, ne? Damit die Statistiken immer gut oben sind. Und das motiviert mich halt so. Und deshalb ist halt so, jetzt habe ich das Video vorgezogen, damit ich... Na ja, ich bin in dem Modus hier, ne? Digga, was ist das für eine Verarsche? Ich will mal Feierabend da machen. So, jetzt ist das unser Hut hier. Und zwar die Frage lautet... Nein. Ob, morgen. Ich bin ja immer noch an der YouTube-Kacke. Ja, geil, Alter. Ich arbeite ja momentan immer noch an der YouTube-Kacke, da bin ich schon fast fertig. Digga, was ich da mal nichts treffe, ist mal so unglaublich. Nur am Granaten-Spam, diese Fettsäcke. Ah, geil, Alter. Direkt Antwort. Hallo? Mal. Ich bin so anders am Arsch. Ja, was ist zu tun? Ich bin die ganze Zeit voll drauf mit dem Fadenkreuz, aber es trifft nicht. Ach, der Gegner führt. Das hört man ja gerne. Leute, sonst fällt mir zum Labern nicht so viel ein. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen mehr Videozeit. Ach, die meisten Leute werden eh nicht bis hier gucken. Ich dachte gerade, das ist ein Gegner, ne? Leute, ihr könnt doch nicht ernsthaft bis zur Haustür hier campen. Abfahrt. Alter, wie halt zeitgleich mit mir mit den scheiß Schwarmraketen bekommst. Fuck mich so ab, Alter. Ich hab einen Kill gemacht, Leute. So, versuchen wir jetzt mal was. Wie da halt niemand reinläuft. Eine Verarsche ist das. Hi, Kollege. Ah, nein, von hinten. Ja, das war's, glaube ich. Ah, das war's definitiv. Das war's definitiv. War's das nicht? Das war's nicht, lol. Wie habe ich das noch geschafft? Ah, alle vier. Na, moin, die Firma wieder mit Ultimativpunkten, ne? Aber das wird unsere Möglichkeit sein, dass wir rauszahlen. Digga. Wie kann dieser Hoden-Kobold danach sitzen, nachdem ich alle vier mit Schwarmraketen markiert habe? Ah, geh da rauf. Halt oben den Aal. Come on. Ich habe keine Tinte. Ja, Mann, direkt in Schwarmraketen rein, die nicht mehr auf mich waren. Mir ist das absolute Verarsche. Wir haben eine Badewanne in unserem Team und die bringt halt überhaupt nichts, ne? Ich sehe jetzt schon, wir werden wegen, was schätzt ihr, wegen 20 Punkten verlieren? Ne, 20 Punkte sind jetzt schon unmöglich. 10 Punkte, ich sag, wegen 10 Punkten werden wir verlieren. Oh, ja, wir sind direkt auf mich drauf. Ist in Ordnung. Ja, wir führen, lol. Wieso trifft er nie einen Schuss? Es ist unglaublich. Es ist einfach eine Verarsche. Es ist einfach nur eine Verarsche. Dieser eine Block da oben, ne? Hä? Okay. Oh, danke, Kollege. Hast mir den Arsch gerettet, ey. Ja, tut mir leid. Null Gegner. Da ist niemand. Da ist niemand von denen.
Ah, Karma. Gewinnen wir das hier tatsächlich mit einem K.O.? Ne, minus K.O. Ich überlege mal, wann ich wieder ein Gewinnspiel machen soll. Momentan, Granate, bin ich, bin ich immer noch hier... Egal, lass mich doch wenigstens einen Kill machen. Es ist unglaublich, ne? Jetzt ist da von hinten schon wieder... Oh, wir haben gewonnen, lol. Ja, da würde ich mich mal von euch verabschieden. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Täglich zockt das Murmeltier. Ciao, ciao. Drop it.